Stand Labor. Aha. Bildapparaturen könnten nützlich werden. Einbauen. Aha. Dann willst du mir verkaufen. Möchtest du für 40 Credits verkaufen? Du findest es gut so, Valian? Ja, okay. Dann kommt es bei mir etwas zu laut rüber anscheinend. Dann mache ich es wieder lauter. Okay. Wir würden es auf jeden Fall einbauen. Ich weiß bloß nicht. Hä? Das ist doch irgendwie so ein Stoff oder sowas. Aber wir können es echt einbauen. Wir machen das mal und schauen, was passiert. Persönliche Schild erhalten. Ah, okay. Der hat es nur aufgemacht. Das war nur verpackt wahrscheinlich. Ja, jetzt will er wieder das Landemodul reparieren. Das kann er vergessen. Machen wir nicht. Was wir machen ist, das Ding, diesen persönlichen Schild nutzen für die Ruinen. Könnten wir jetzt nochmal runtergehen? Lohnt sich das jetzt? Weil er hat gesagt, unten ist die Strahlung abnormal hoch. Geh runter. Ich geh runter. Ich mach das. Wir sind voll ohne Ende. Okay. Treibstoff passt, aber das verkaufe ich lieber, als das mit auffüllen. Landemodul. Landemodul können wir reparieren. Dann haben wir also Platz. Okay. Wir können jetzt zwar eh nicht Ressourcen bergen, außer vielleicht eins oder zwei, aber wir schauen jetzt auf jeden Fall zu den Ruinen. Wir haben jetzt diesen Schild. Wir könnten jetzt diese Ruinen. Ruinen könnten wir wirklich erforschen. Kommen aber nicht drauf. Doch, jetzt kommen wir drauf. Boah. Okay. Ich muss jetzt voll gegenlenken, damit er nicht auf die Dings aufprall. Auf die diesen Turm. Alles gut gegangen. Lernen durch Schmerz. Nein, nicht darauf. Okay. Nein, jetzt ist der echt wieder rauf in Orbit. Okay. Wenn man diesen blöden Orbit erreicht, dann will er sofort wieder weg. Also, nochmal runter. Das ist die Steuerung ein bisschen blöd, finde ich. Weil hier muss man zum Beispiel voll gegenlenken. Wenn du voll gegenlenkst und auch nur so einen Turm in der Mitte stehen hast, dann musst du halt ordentlich Gas geben. Dann kommst du halt leider in den Orbit rauf. So, ich denke jetzt wieder voll gegen und zwar alles nach unten richten. Wie das der Andi auch gesagt hat. Sieht auch gut aus. Ja. So, hier geht es von rechts aus rein. Besser. Gegenlenken. Oida! Das macht mir fertig. Das macht mich echt fertig. Schwerkraft ist echt beim Herz. Okay. Aber klappt schon. Boah. Meine Flugkünste. Das Beste. Beste, wo gibt. So. Really? Wir sind doch extra bei den Ruinen mit dem Radioaktivität und jetzt können wir nicht mehr weiter forschen. Schade. Hat sich nicht rendiert. Aber das Coole ist, man sieht es auch hier unten an. Wie war es denn? Hier unten auf jeden Fall, dass das Landemodul nicht beschädigt ist. Nur minimalst. Aber das passt schon. Das war alles nicht so wild. War es überhaupt nicht wild. Also es hat jetzt eigentlich nichts gekostet, weil der Treibstoff, der ist eh da. Der macht nichts aus. Okay, jetzt haben wir hier alles entdeckt. Ding weg. Und jetzt wären wir halt in der Lage, dass wir diese Dings, diese Yasakin-Ruinen erforschen könnten.
Also mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Naja. Ah, pervers. Ganzen Elitza. Uah, schnell weg. Da waren wir noch nicht anscheinend. Nee. Mineralabbaustation. Also, es ist zwar Elitza. Vielleicht könnten wir was machen. Vielleicht könnten wir uns auftanken. Was gibt's denn hier? Gas. Brauchen wir nicht. Hier, Mineralgas. Was wir brauchen, ist echt so eine blöde Station. Und hier ist leider Elitza die einzige. Bring doch hin. Na geil. Wird Schild beschädigt. Es ist ungünstig. Müssen wir aufpassen wegen Strahlung. So, jetzt fliegen wir rüber. Ich sehe gerade, links unten ist irgendein. Ist das weiß ich nicht, Pulsar? Ich glaube, das ist irgendwas Abartiges. Da wollen wir nicht hin. So, ich fliege jetzt mal zuerst zur Station und dann zum Planeten. Wenn wir Glück haben, können wir handeln auf der Station. Wenn wir handeln können, dann sind wir wieder frei für neue Ressourcen. Und rein da. So, hoffentlich haben wir Glück. Hoffentlich haben wir Glück. Ich hätte vorhin das letzte Mal nicht angefangen. Hätte ich nicht machen sollen. Wir hassen uns. Dann nochmal. Verschwindet mit eurem Bildschirm. Wahrscheinlich ja nicht willkommen. Scheiße. Wie kann man denn bei den Elitzer besser im Dings steigen in der Gunst? Oh, Mist. Mist. Okay, ich dachte echt, wir können vielleicht noch was machen. Wir gucken uns noch den Planeten an. Dann verschwinden wir von hier. Mal kurz kontaktieren. Vielleicht haben die irgendwas Cooles für uns, das wir zeigen. Das wäre natürlich noch geiler. Ja, der Ton sagt, greifen uns nicht an. Okay, aber sie hauen einfach ab. Ungeil. Die reden nicht mit uns. Shit. Wir haben es echt verkackt bei einer. Wir haben es echt verkackt. Hohes Risiko, Gravitation sehr hoch. Es gibt nichts außer Mineral und Gas. Es lohnt sich überhaupt nicht. Wir haben ja nicht einmal Ruinen. Forget it. Und das für einer? Sieht man nicht. Egal. Weg hier. Wir springen weiter. Wir springen weiter und hoffentlich können wir demnächst mal in der Schiffswerft unser Zeug verkaufen und vor allem unser Schiff reparieren. So, der Indie, hier gibt es Eisen und Mineralien. Wolf 359, das ist geil, weil das hier ist nämlich mit den Reef besetzt. Da schaut es gut aus. Das haust die. Es gibt halt Ressourcen. Wir haben echt viele Ressourcen zurzeit. Wir brauchen aber einen Raumhafen oder einen Schiffswerft oder so. Wir schauen mal dahin. Wenn wir Glück haben, können wir mit denen handeln. Die geben uns gute Preise, weil die sind voll happy. Schauen wir mal. Ah ja, da unten passiert irgendwas. Das sind Feinde, also die Hitze wahrscheinlich. Und Freunde. Reef. Ich habe nicht gesehen, wer das war. Was? Metastasen? Really? Oh Gott. Primitive Sonde. Wir hätten mal kurz den Kontakt aufbauen zur Sonde. Mal schauen, was die sagt. Oh, mal gucken. Wahrscheinlich sind sie wieder auf dem Planeten und benötigen unsere Hilfe. Oder sie möchten handeln. Schauen wir mal. Thank you.
Nachricht wird abgespielt. Hey Kumpels, nur eine kleine Erinnerung von euren Nachbarn hier unten. Wenn eure Pferde mal wieder ihr Tylenium brauchen, sind wir die Leute, die ihr sucht, um es abzubauen. Einfach mal bei uns in Kolonien vorbei und fragt nach der Preisliste. Ja, danke für mich. Ich dachte schon, wir sind hier Nähe von den Kolonien und können mit denen vielleicht einen Auftrag ausführen. Das Beste wäre, wenn wir unten wirklich einen Auftrag haben. Ich schau mal runter. Das sind bestimmt die Reef unten. Ja, Lebensformen, Reef. Strukturen, Energiemesswerte. Dann ist bestimmt der Tor unten. Energiemesswerte dürfte der Tor sein. Es braucht er viel Energie. Gravitation hoch, aber sehr hoch. Aber egal. Pilotenzustand hat nur Verwendungen. Wir schauen runter. Beziehungsweise im Moment. Wir können eh keine Ressourcen bergen, aber ich möchte zumindest mal kurz auftanken. Obwohl, nee, es ist günstiger, die Dinger zu verkaufen, das auch. Nee, warte mal, wie ist das? Wenn man die Carbonate hier, wenn man die selbst nutzen zum Auffüllen, ist es, glaube ich, günstiger. Weil Auffüllen kostet bei EM, ich glaube, 100 Credits. Und 3 Carbonate brauchen wir zum Auffüllen. Wenn wir jetzt 3 Carbonate verkaufen, bekommen wir höchstens 50, sowas irgendwie. Und 100 brauchen wir zum Auffüllen, wenn wir es kaufen. Also dann nutzen wir es auch so. Ja, okay, fast 3. So, okay. Der Länder eh wieder leer. Wäre eigentlich wurscht, aber wir können jetzt eh nichts bergen. Das sind die Reef unten. Aber ich besuche die jetzt. Wollen wir mal schauen. Vielleicht haben sie einen geilen Auftrag für uns. Im blödsten Fall sagen sie einfach nur Hallo. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Okay, die Energiestrukturen verstehe ich jetzt nicht ganz. Da ist anscheinend nichts. Ja, Gravitation ist wirklich extremst hoch. Extremst hoch. Aber es macht nichts. Fliegen wir mal rüber. Ganz chillig. Denken ein bisschen gegen. Und zurück. Und runter. Und rüber. Auf und nieder, immer wieder. Zack. Au. Das hat ein bisschen wehgetan. Okay, wir suchen. Willkommen, Kumpel! Unsere Welt ist eure Welt, solange ihr euch benehmt. Da gibt's Services. Da gibt's Services. Ich will erstmal Services machen und dann zeige ich denen Dinge und so. Aber erstmal Services. Es gibt alles. Es gibt alles. Ich bin extrem happy. Cool, Bergbauassistent. Ein Slot. Bereits installiert, Hitzeschild. Stoßdämpfer. Es gibt auch Stoßdämpfer. Wir haben keinen Slot frei. Schade. Schade. Okay. Dann. Reparaturen. Landemodul Außenhülle. Nö. Fast nicht kaputt. Landemodul Antrieb. Tankanzeige defekt. Tun sie doch gar nicht, oder? Tankanzeige defekt. Landemodul Sonde. Oh ja. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Schleudersitz. Reparierte Schleudersitz. Müssen wir das wirklich? Ja, wir machen das. Und Hitzeschild. So. Haben wir alles gemacht? Landemodul Antrieb. Ich weiß nicht. Das ist nur die Tankanzeige. Außer der Antrieb geht schlechter. Könnte auch sein. Aber für 100 Credits? Nee. Nee. Wir gucken mal in den Shop. Ja, was haben wir denn? Shop. Es gibt was für uns. Alienkräuter. Die Krankheiten haben wir nicht. Aber die haben wir. 110 Credits ist aber echt übel. Ich würde am liebsten zu einem Krankenhaus fliegen. Krankenhaus wäre geiler.
Egal. Wir brauchen das jetzt mal. Dann Händler. Aha, die möchten Kryoflüssigkeit. Frage ist, was machen wir mit der Kryoflüssigkeit? Wir könnten es höchstens benutzen, um unser Schiff zu reparieren. Der Malcolm, der möchte das ganz gerne in die Außenhülle integrieren. Aber, also für das verkaufe ich es dann lieber. Ich weiß nicht genau, was denn die Leute wollen dafür. Ich verkaufe es. Für 83. Machen wir 85. Geht denn das? Einzeln geht nicht, oder? Nee. Egal. Dann machen wir für 93. Treffen wir uns da. Ja. Okay. 93 Credits haben wir jetzt bekommen. Dann Händler. Ja. Wir möchten gerne einen Verband haben. So teuer. Wir brauchen den Verband nicht. Könnten wir ja schon verkaufen. Mal schauen, was dafür geben. Ich denke mal, ja, vielleicht 60 Credits oder so. Was? 100 Credits. Aber es war an der Grenze. Weil der sagt, mit der Großzügigkeit ist wohl nicht so eine Stärke. Ja, dann haben wir es teuer verkauft. Händler. Das behalten wir, das auch. Was ist noch da? Wann brauchen wir ihn? Wir behalten das denn mal. Haben wir noch hier? Wir haben zwei Bergungssets mittlerweile. Ja, ist das infiziert? Ah, ich sehe es nicht. Okay. Das ist infiziert. Was geben die uns dafür? Mal gucken. Wenn ich bloß 2 Credits oder so. Huh, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Okay, sie möchten es gar nicht haben. Dann nicht. So, auffüllen. Landemodul Treibstoff. Nö. Reparaturen hatten wir schon. Was anderes im Shop gibt es, glaube ich, nicht, gell? Wurmloch-Apparatur? Was ist das? Was ist das? Ich klicke es an, aber es geht nicht. 1100 Credits. Was ist das? Experimentelles Transportgerät. Es wird mir jetzt mal interessieren, was das ist. Egal. Hier haben wir alles gemacht. Wir haben jetzt 200 Credits. Warte mal, was ist mit unseren Ressourcen? Wir möchten die keine Ressourcen haben. Die möchten nur Items handeln. Das ist ja blöd. Ich habe so viele Ressourcen. Okay. Dann nicht. Dann zeige ich euch jetzt mal Tick Tick. Ja, ich zeige euch jetzt. Haben wir nicht viel mit dem Hut. Hier. Torkoordinaten. Haben wir neue Torkoordinaten bekommen? Echt? Na dann. Ich habe ein Tor gefunden, das was noch keiner für sich beansprucht hat. Zeigt mal, wer dir. Das zeigt mal die Auswertungen. Sieht nicht aus wie etwas, das weit oben auf die Liste gesetzt wird. Echt? Trotzdem danke, dass ihr an uns gedacht habt. Hier, für eure Mühen. 50 Credits. Immerhin. Immerhin. So, haben wir sonst noch was? Totem des Kriegers, der Sextant. Amen. Wir hätten noch in Arbeit gefragt, würde ich sagen. Ich frage mal wegen Arbeit. Reforderte? Was ist das? Aber nicht viel am Hut. Okay. Arbeit. Perfektes Timing, Kumpel. Wenn du und deine Leute ruhige Hände haben, wir bauen dieses Zeug ab. Nennt sich Tylenium.